Hallo, Coco. Kannst du eine Weintraube? Nee, bitte schön. Ja, dieser Bonsai ist, wie gesagt, jetzt ein bisschen aus der Art geschlagen. Hallo und herzlich willkommen. Hier zeige ich euch die Hortensie, die Hydrangea paniculata Bims Red. Die haben wir vor kurzem umgetopft und sie hat sich mächtig entwickelt. Das war jetzt nicht so geplant, aber es hat enorm viele Vorteile. Aber ich zeige euch jetzt mal kurz Ausschnitte aus dem Film, als wir die Hortensie umgetopft haben. Mal eben gucken, Draht haben wir nicht drin, den hatten wir ja damals im Band angebunden. Ja, so wie er aussieht, steht der ein Jahr drin. Ja. Zeig mal eben die Wurzeln. Unser Wurzelwachstum ist sehr schön in Gange und auch das Triebwachstum hat bereits angefangen. Das Substrat geht sehr gut ab. Schüttel, schüttel. Jetzt haben wir hier das Vlies. So sieht der Ganze jetzt aus. Wie gesagt, wir haben jetzt diesen flachen Teller, der fest ist auch schon, der ist also richtig kompakt. Da werden wir nichts mehr lockern und dann kann die Pflanze direkt so weiter wachsen. So, ich würde sagen, topfen wir den Guten jetzt erstmal ein. Ziehe ich den ein bisschen durch den Ballen durch. Mal gucken. So, so. Mit der anderen Seite auch einmal durchziehen. Hier geht das jetzt doch sehr einfach, da die Pflanze ja noch ziemlich jung ist. Ja, das können wir so hinnehmen. Jetzt werden wir ein bisschen Substrat unten drunter packen. Substrat. Jetzt füllen wir den Rest mit Substrat auf. Wobei ich nehme jetzt also das Fiboterm mit Kokoserde, dass ihr das wisst. Dann können wir jetzt auch mal verfolgen, wie dieses Substrat sich denn verhält. Ob das wirklich genauso gut ist wie mit TKS, mit Torfkultursubstrat. Wir haben jetzt diesen Bonsai Hydrangea paniculata Wims Red, heißt glaube ich, Wims Red, jetzt in die Schale gebracht. Wir hatten sie ja vorher im Topf vorbereitet und wie wir sehen, das mit der Folie ist eine einmalige, geniale Sache und ja, einfach nur zu empfehlen. Düngen werden wir den Kandidaten jetzt natürlich nicht. Wir warten, bis das Wachstum im Gange ist, also bis die ersten Blätter sichtbar sind. Dann können wir in Verhalten anfangen zu düngen, wie wir das bei Bonsai sowieso machen. Nicht zu viel, sondern lieber regelmäßig. Das ist ganz, ganz wichtig und natürlich gut feucht halten immer. Und der Kandidat kommt jetzt nicht in die Sonne, sondern wir stellen erstmal absonnig, bis wir wirklich sehen, dass das Wachstum in Gange ist. Im Laufe des Sommers werde ich euch den Kandidaten zwischendurch mal zeigen, damit ihr sehen könnt, wie das Wachstum sich bei dieser Hortensie verhält. Denn das Wachstum ist sehr, sehr stark. Und ich werde ihn jetzt auch nicht so schneiden, dass er immer klein bleibt, sondern wir lassen ihn jetzt im Prinzip einmal ein bisschen wachsen, pinzieren ihn einmal und lassen ihn dann komplett das ganze Jahr wachsen, damit wir auch was von den Blüten haben. Denn das ist ein Blütenbonsai und ich möchte ihn gerne sehen, wenn er blüht. Denn das ist das Interessante bei den Blütenbonsai. Ich möchte ihn jetzt nicht klein halten wie ein Baum. Dafür nimmt man andere Pflanzen und nicht solch eine Hortensie, sondern man lässt sie wirklich artgerecht dann wachsen, damit man auch die von den Blüten etwas hat. Und ja, das ist eigentlich das Interessante an diesen Bäumen. Und zurückgeschnitten wird der Kandidat dann entweder zum Herbst oder zum Frühjahr wieder komplett. Dann lässt man 1-2 cm überall stehen und sortiert ein bisschen aus. Aber ansonsten wird er dadurch gedrungen gehalten durch diesen Rückschnitt einmal im Jahr, beziehungsweise das einmalige Pinzieren anschließend. Und von daher entwickelt sich dieser Baum nach und nach immer etwas größer, etwas höher und wird dadurch auch wesentlich interessanter. Mir fällt nichts mehr ein. Aber ich denke, das reicht auch. Hallo! Ja, hier haben wir die Melodie und hier haben wir jetzt die Hortensie. Und hier ist ein Ast, der ist sehr stark gewachsen. Und zwar ist er hier herausgekommen. Und das ist ein mächtiger Haupttrieb, also den werden wir jetzt gleich auf jeden Fall erstmal entfernen. Ja, den einen Ast, den werden wir jetzt entfernen. Ey, oh, hier läuft da was im Schnabel. Denn wie gesagt, der ist mir doch zu mächtig gewachsen. Und den Rest der Pflanze werden wir jetzt so weiter wachsen lassen, damit sie dann demnächst auch schön blühen kann. Und ja, der Vorteil ist jetzt natürlich, durch dieses kräftige Wachstum bekommen wir natürlich das Nibari, den Stammbereich und die Äste, die jetzt mittlerweile vorhanden sind, wesentlich dicker. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil in der Entwicklung dieses Bonsais. Und er wird auch in den nächsten Jahren immer so wachsen dürfen. Also wir werden ihn zurückschneiden im Frühjahr wieder komplett und dann darf er wieder
wachsen und ich hatte eigentlich vorgehabt, ihn vorher zu pinzieren. Das war uns dann allerdings nicht mehr möglich, da sofort die Blütenknospen herauskamen. Die wollte ich mir dann doch nicht wegschneiden und dachte mir, okay, dann lass den Kandidaten mal wachsen. Wobei ich auch nicht damit gerechnet habe, dass das Wachstum so extrem ist. Also in der Regel ist das so gewesen bisher, bei allen Bonsai, die ich also aus dem Topf herausgenommen habe, die Wurzeln zurückgeschnitten habe und dann in eine Schale gepflanzt habe, dass diese Pflanzen im ersten Jahr eigentlich sehr verhalten gewachsen sind und erst im zweiten Jahr dann, nachdem das Wurzelwachstum also komplett ausgebildet war in diesen Töpfen, in diesen Schalen, dass dann das Wachstum auch wesentlich kräftiger war. Das ist jetzt ein Ausnahmefall. Ich finde einfach nur genial bei dieser Hortensie, dass das Wachstum bereits im ersten Jahr so stark ist. Das heißt natürlich auch in Entwicklung von diesem Baum, dass wir ihn uns natürlich wesentlich größer heranziehen, als er jetzt ist. Also dieser Bonsai bleibt nicht so klein, sondern wir werden ihn größer gestalten, was natürlich nicht von heute auf morgen geht. Das wird also einige Zeit dauern, also einige Jahre dauern, bis dieser Bonsai dann fertig entwickelt ist. Denn dadurch, dass dieses Wachstum so enorm ist, müssen wir natürlich auch wieder kräftig zurückschneiden, weil wir sonst zu gerade Triebe bekommen. Und dieser Bonsai soll also urig aussehen und sich langsam von der Gestaltung her entwickeln, Astaufbau. Und er soll natürlich auch nicht typisch Art Bonsai sein, sondern es soll also wirklich ein Strauch sein, der als Bonsai fungiert und uns mit seiner Blütenpracht dann im Sommer immer wieder schön zur Seite steht. Ja, dieser Bonsai ist, wie gesagt, jetzt ein bisschen aus der Art geschlagen. Alle anderen Bonsai sind da ein bisschen empfindlicher, aber diese Hortensie, wie gesagt, die hat sich prächtig entwickelt in so kurzer Zeit. Und ja, ganz wichtig bei der Pflege jetzt natürlich regelmäßig düngen. Und was ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich wässern. Und bei diesem Bonsai jetzt müssen wir also wenigstens dreimal am Tag wässern, also morgens, mittags und abends. Und wenn es jetzt noch heißer wird, also wenn wir über 30 Grad bekommen, dann werden wir voraussichtlich noch öfter wässern müssen. Das ist der Nachteil, wenn so eine Pflanze so kräftig wächst, aber nichtsdestotrotz werden wir uns weiterhin um diesen Kandidaten kümmern. Es kann natürlich sein, dass das eine oder andere gelbe Blatt erscheint, wenn die Pflanze mal zu wenig Wasser bekommt, ist aber auch nicht ganz so tragisch. Das, denke ich mal, kriegen wir dann schon hin, dass das Ganze bis zur Blüte sich prächtig weiterentwickelt. Ja, wie gesagt, das ist jetzt einmalig, also so kräftig wächst ansonsten bei mir zumindest kein anderer Bonsai in so kurzer Zeit. Und ja, mal schauen, wie die Blüten dann später aussehen. So, ich hoffe, euch hat der kleine Film gefallen und wir sehen uns einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch. Ciao. So, Coco. Hallo. Ciao, ciao. Das kleine Bäumchen hier, das ist der Pfirsich, den wir abgemust hatten und eingepflanzt. Und er sieht kräftig und gesund aus und hat sogar Früchte, was ein bisschen merkwürdig ist. Weil normalerweise sollte so eine Pflanze, wenn sie eingepflanzt wird, nach einer Abmosung doch eigentlich erstmal die Kraft in die Triebe und Blätter stecken. Aber nichtsdestotrotz hängen überall Pfirsiche dran und ich lasse sie jetzt auch dran, weil die Pflanze sehr kräftig ist von der Farbe her und auch vom Wuchs eigentlich. Und von daher lassen wir das ganze Ding jetzt mal so wachsen. Und es waren ja nur wirklich nicht viele Wurzeln dran. Ja, egal. Lassen wir ihn einfach mal mit den Früchten weiter wachsen. Mal schauen, ob die denn auch reif werden. Und das ist übrigens die andere Hortensie, die Hydrangea paniculata Limelight. Die hat nicht so kräftigen Wuchs dieses Jahr. Und die wurde ja auch umgetopft. Und das ist dann eigentlich auch normal, dass der Wuchs also, wie gesagt, verhalten ist. Im Gegensatz zu der anderen Hortensie, die uns jetzt wie eine Rakete abgeschossen ist, auf gut Deutsch gesagt, und mächtig ins Geschirr gegangen ist. Eine Olive habe ich hier auch noch. Die habe ich auch schon einige Jahre. Allerdings habe ich immer das Pech, dass ich sie zu spät hereinhole im Herbst und dann, naja, braucht dieser Baum jedes Jahr ziemlich lange, bis er wirklich wieder richtig kräftig austreibt. Ob ich da wirklich meinen Bonsai von mache, weiß ich noch nicht. Aber nichtsdestotrotz ein Experiment, um zu gucken, wie wir diese Oliven denn auch über den Winter bekommen können, beziehungsweise zum Bonsai vorbereiten können. Und das wird natürlich auch eine viel längere Geschichte bei dem Baum hier. Den Buchsbaum werden wir jetzt auch schneiden. Das ist jetzt wirklich dringend nötig, damit die Astetagen nicht zu sehr zusammenwachsen. Ansonsten werden die Blätter darunter später nicht mehr so schön. Und hier haben wir den Lavendel. Den hatte ich, glaube ich, eigentlich. Nö. Ich glaube, den habe ich noch nie wieder gezeigt. Den haben wir damals hier in die Schale gepflanzt. Und mittlerweile hat er sich ganz gut entwickelt. Ist zwar nicht der schönste, aber ein Experiment allemal wert.
Kuckuck. Eine Weintraube? Nee, bitte schön.